Medienkompetenz ist ein Zukunftsthema. Das haben wir jetzt alle in den vergangenen Monaten ganz besonders gelernt. Und es ist ein Thema, das alle angeht, generationsübergreifend. Und es gilt für das ganze Land, für ganz Rheinland-Pfalz. Und ich freue mich sehr, heute die Partnerinnen und Partner der Woche der Medienkompetenz 2021 zu begrüßen und live dabei bei unserer virtuellen Medienkonferenz ist die Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Stefanie Hubig. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hubig. Und ebenso eine wichtige Partnerin ist die Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Birgit Pikowski. Auch Sie herzlich willkommen in unserer Runde. Der Präsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Johannes Kunz, ist bei uns. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über Marco Fusaro. Er ist Geschäftsführer des Bildungswerks Landessportbund. Und schließlich Sandra Reis. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit des Landesbibliothekszentrums. Ich bin Marc-Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Und wir sind alle Teil eines großartigen Netzwerkes. Wir sind Teil einer schönen Idee. Wir sind die Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz mit insgesamt 22 Partnerinnen und Partnern und tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich möchte Sie und uns einladen, einen kurzen Rückblick auf die erste Woche der Medienkompetenz im vergangenen Jahr zu nehmen. Die startete noch vor der Pandemie. Ich erinnere mich gut, wir waren in einer Schule mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, Frau Bildungsministerin, mit noch mehr Schülerinnen und Schülern und die Welt war so, wie wir sie kannten. Und schon die erste Woche der Medienkompetenz stand dann ganz im Zeichen der Pandemie. Aber was haben wir daraus gemacht? Etwas ganz Faszinierendes. Schauen Sie selbst. Wir haben gesehen, was unsere Partnerinnen und Partner alles auf die Beine gestellt haben. Nochmal dafür herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie Ihre Fragen per Mail an kommunikation@medienanstalt-rlp.de. Wir freuen uns auf Ihre Bemerkungen und Fragen zur Woche der Medienkompetenz. Und jetzt freue ich mich ganz besonders und ganz besonders in diesen Zeiten, die Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz zu einem Grußwort einzuladen. Sehr verehrte Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Eumann. Ich freue mich, dass wir uns heute hier in diesem Kreis wiedersehen. Liebe Frau Dr. Pikowski, lieber Herr Kunz, liebe Frau Ühlein, sehr geehrter Herr Fusaro, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter unserer neuen Partner, liebe sehr geehrte Journalistinnen, Journalisten und vor allen Dingen auch sehr geehrte Gäste, die unsere Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir den Trailer angeguckt habe gerade und den Rückblick auf die Woche der Medienkompetenz 2020 ansehe und mich auch noch gut an unseren Auftakt damals im Otto-Schott-Gymnasium erinnere, dann kann ich nicht anders, als zu denken, eigentlich ist eine Woche der Medienkompetenz fast zu kurz, denn eigentlich leben wir in dieser Pandemie mittlerweile in einem Jahr der Medienkompetenz. Ich glaube, nichts haben wir alle in allen Bereichen unserer Gesellschaft in diesem Jahr so viel gebraucht wie Medienkompetenz.
Das gilt für die Schulen, das gilt natürlich für das Arbeitsleben, aber es gilt auch für das Privatleben, wo wir auf einmal gelernt haben, Videokonferenzen mit Freundinnen und Freunden, mit Familie zu machen, zu essen, zu kochen und gleichzeitig eine Videokonferenz zu haben. Und auch wenn am Anfang in diesem Jahr wir, ich sag mal, noch nicht alles ganz rund hatten, so haben wir doch gesehen, dass sich in den Bereichen seit dem 12., 13., 14., 15. März im vergangenen Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, unglaublich viel getan und bewegt hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir alle die Woche der Medienkompetenz wieder neu auflegen. Sie ist, könnte man fast sagen, die Modenschau der Ideen und der Möglichkeiten, der genialen Projekte und der Vision. Die Pandemie hat die Digitalisierung in Deutschland in allen Bereichen unglaublich beschleunigt. Wir sehen das in Schule, wir sehen das sogar in den Kitas. Und gleichzeitig würden wir uns alle wünschen, dass wir wieder zu mehr Normalität zurückkommen. Wenn wir das tun und wir hoffen, dass das lieber heute als morgen ist, dann müssen wir aber den Schwung, den wir bei der Digitalisierung jetzt an den Tag legen, den müssen wir unbedingt mitnehmen. Und ich bin sicher, dass wir groß angelegte Medienbildung brauchen und Medienpädagogik, dass wir diese Dinge, die wir jetzt unglaublich beschleunigt haben, fortführen müssen. Und wie die 2021 aussehen und gelingen, das zeigt uns genau die Woche der Medienkompetenz. Im letzten Jahr gab es über 80 Veranstaltungen, an denen man höre und staune rund 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in verschiedene Bereiche der Medienpädagogik und der Medienbildung konnten. Das wollen wir mindestens erreichen. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wir wollen es übertreffen und ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Die vielen positiven Rückmeldungen aus dem letzten Jahr haben uns unglaublich den Rücken gestärkt, den Partnerinnen und Partnern Aufwind gegeben, um die Woche der Medienkompetenz wieder zu machen und wieder zu gestalten. Wir haben in Rheinland-Pfalz seit 2007 das Landesprogramm Medienkompetenz macht Schule. Wir haben damals schon verstanden, dass neben Lesen, Schreiben und Rechnen, also den, ich sag mal, klassischen Kulturtechniken, wir natürlich auch die Kulturtechnik der Medienkompetenz brauchen. Und seitdem haben wir im Rahmen des Programmes knapp 27 Millionen Euro in die digitale Ausstattung investiert. Wir haben über 180.000 Teilnahmen von Lehrerinnen und Lehrern an digitalen Fortbildungen, an Fortbildungen zum Thema Medienkompetenz. Und zwar war das alles vor der Pandemie. Dann kam der Digitalpakt und seine Zusatzvereinbarung dazu. Wir haben in die Fortbildung für die Lehrkräfte investiert und wir haben auch die Landesmittel für die Digitalisierung noch einmal erhöht. Und zwar vor allen Dingen für die Medienkompetenz. Spätestens die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wir alle sind gefragt, wenn es um diese Themen geht. Wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht mit den Problemen vor allen Dingen agieren, sondern dass wir lösungsorientiert uns diesen Themen zuwenden. Und was das betrifft, ist Rheinland-Pfalz in einer sehr glücklichen Lage. Es gibt hierzulande eine Vielzahl von Organisationen und Initiativen, die zum Teil schon seit Jahren die Ärmel hochkrempeln und sich in Medienbildung engagieren. Wir haben von verschiedenen Seiten die Vernetzung vorangetrieben. Neue orangene Punkte verknüpft, wir kommen ja gleich nochmal dazu. Also viele Partnerinnen und Partner ins Boot geholt und neue Angebote geschaffen. Und mit der Woche der Medienkompetenz wollen wir diese Vielzahl und Vielfalt an Angeboten sichtbar machen und vor allen Dingen Sie einladen, auch Teil davon zu werden. 6 neue Organisationen konnten wir allein in diesem Jahr als Partner dazu gewinnen. Ich bin gespannt, wenn Sie sich gleich vorstellen und Ihre Perspektive mit einbringen. Ich bin mir sicher, die letzten Wochen der Medienkompetenz, das war es noch nicht. Wir starten jetzt wieder in eine neue Woche der Medienkompetenz und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen Partnerinnen und Partnern, aber natürlich allen voran bei Ihnen, Herr Dr. Eulmann, für Ihre Initiative, die Sie ergriffen haben und die gezeigt hat, dass aus einer Idee richtig was Großes werden kann, dass es richtig wachsen kann, dass wir gemeinsam in diesem Land, in dem wir alles gemeinsam machen und in dem wir auch zusammenhalten, auch im Bereich der Medienbildung, der Medienkompetenz, der Medienpädagogik, viele Dinge gemeinsam auf die Spur setzen können. Ich bin froh, dass wir mit dem Pädagogischen Landesinstitut einen starken Partner an der Seite haben und gemeinsam in diesen
bei diesen wirklich wichtigen, zukunftsweisenden Themen vorangehen. Wir haben in Rheinland-Pfalz im letzten Jahr unglaublich viel im Bereich der Digitalisierung erreicht. Die Schulen sind deutlich besser angebunden, deutlich besser ausgestattet, aber uns allen ist klar, wir sind noch nicht am Ende, sondern wir wollen gemeinsam mit dem Schwung, mit der Energie weiterarbeiten, die wir jetzt haben. Und wir brauchen dazu viele Partnerinnen und Partner und wir brauchen gute und starke Ideen und viel Elan. Und ich glaube, die Woche der Medienkompetenz wird uns diesen Elan und diesen Spaß auch bringen. Herzlichen Dank nochmal Ihnen allen und ich bin gespannt auf alles, was folgt. Ja, wir geben diesen Dank selbstverständlich gerne zurück, denn ohne ein starkes Bildungsministerium wäre die Woche der Medienkompetenz nicht möglich. Und ich möchte sehr gerne Ihr sehr schönes Bild der Modenschau, der Leistungsschau des Landes Rheinland-Pfalz aufgreifen. Denn das ist es. Es ist ein Ideenwettbewerb, eine Leistungsschau, die zeigt, wie vielfältig zwischen Stadt und Land, zwischen Groß und Klein die Initiativen und Ideen im Bereich Medienkompetenz in diesem Land unterwegs sind. Und uns alle teilt sehr unterschiedlich von unseren Perspektiven die Idee, dass wir für alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz mediale Teilhabe ermöglichen wollen. Und dafür ist Medienkompetenz der Schlüssel. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin, für Ihre sehr wertschätzenden Worte. Und ich freue mich sehr, jetzt Frau Direktorin Pikowski begrüßen zu können, die auch eine ganz neue Idee, einen neuen Partner mitbringt. Wir sind sehr gespannt zu hören, Frau Dr. Pikowski, was Sie im Rucksack für die Woche der Medienkompetenz dabei haben. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich, in diese Modenschau auch einen Farbtupfer beitragen zu können. Mein Farbtupfer ist die Schulkinowoche. Ich würde gerne exemplarisch diesen zentralen Beitrag des Pädagogischen Landesinstituts in diesem Jahr vorstellen. Die Einbindung der Schulkinowoche in die Woche der Medienkompetenz und damit einmal in die Tiefe gehen. Man könnte sich fragen, nach diesen vielen Wochen der Schulschließung, haben wir wirklich keine anderen Probleme, als ins Kino zu gehen, einen Film zu schauen? Natürlich stehen auch in dieser Zeit die schulischen Kompetenzen im Zentrum. Es geht auch in der Schule vor allem immer noch um die schulischen Kompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber Schule ist mehr. Schule ist viel mehr. Dazu gehören auch die medialen Kompetenzen, die personalen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen sind wichtig. Schule trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei und zur Stärkung der Gemeinschaft. Die Schulkinowoche in Rheinland-Pfalz wird dieses Jahr eingebunden in die Woche der Medienkompetenz. Eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass der Medienkompass im Zentrum steht. Es geht um die Kompetenzbereiche analysieren und reflektieren. Die Themen sind vielfältig. Wir alle sehnen uns danach wieder, ins Kino zu gehen, bewegte Bilder zu sehen, Gemeinschaft zu erleben. Die Themen, die wir anbieten, reichen vom Wissenschaftsjahr 2020-21 bis hin zu Themen wie Rassismus, Polizeigewalt oder die 17 Ziele Kino für eine bessere Welt. Der Film steht im Zentrum, ist aber nur ein Teil. Es geht um ein breites Rahmenprogramm mit Lehrerfortbildung, mit Kinoseminaren, Filmgespräche und mit begleitenden Materialien. Nach Ostern ist das Programm online. Wir hoffen sehr, dass das Erlebnis im Kino im Zentrum steht. Wir haben natürlich aber auch unseren Notfallplan Videokonferenz und wir planen Zeitzeugengespräche. Ich weise gern auch auf mein persönliches Lieblingsprojekt dieses Jahr hin, auf ein Zeitzeugengespräch zu dem Film Das schweigende Klassenzimmer. Anlass für diesen Film ist eine Begebenheit in Eisenhüttenstadt. Abiturienten hatten mitbekommen von dem Ungarnaufstand und der Niederschlagung des Aufstandes und eine solidarische Schweigeminute veranstaltet. Daraufhin wurden sie bedroht mit der Konsequenz, dass sie vom Abitur ausgeschlossen werden, wenn sie nicht den Redelsführer benennen. Die Schüler haben als schweigendes Klassenzimmer das Schweigen durchgehalten und wurden
vom Abitur ausgeschlossen. Der damalige Klassensprecher, Herr Köhler, ist jetzt unser Zeitzeuge und begleitet die Schulklassen im Kino und steht für Fragen zur Verfügung. Der Film steht im Zentrum. Er wird als Anlass genommen für Gespräche und für eine Diskussion von zugrunde liegenden Werten wie Zivilcourage, aber auch zu Solidarität. Um dieses Beispiel herum bieten sich viele andere Gelegenheiten für Gespräche, die jetzt gerade nach der langen Zeit der Schulschließung zentral wichtig sind. Weitere Informationen und Angebote sehen Sie dann auf unserer gemeinsamen Landkarte zur Woche der Medienkompetenzen. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Pikowski, was für ein spannender Beitrag. Und ich glaube, wir haben zwei wunderbare Vorstellungen. Die erste Vorstellung ist endlich wieder ins Kino. Und die zweite Vorstellung ist, das zu erleben, was Sie gerade beschrieben haben. Denn das kann Kino ganz besonders, Dokumentarisches auf die Leinwand bringen und auch Eindruck lebensprägend zu hinterlassen. Also, wir freuen uns sehr auf diese wirklich tolle Bereicherung und gerne möchte ich auch alle begrüßen, die unsere Medienkonferenz verfolgen. Es sind weit über 200, die zwischendurch mal dabei waren, aber im Schnitt haben wir 30 Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns begleiten und dafür sage ich herzlichen Dank und herzlich willkommen. Es gibt was Neues von einem Partner, der schon da war, Frau Dr. Pikowski, aber es gibt auch neue Partnerinnen und Partner. Darüber freuen wir uns alle sehr. Und wir versuchen jetzt etwas hinzubekommen, was immer mit technischen Herausforderungen verbunden ist. Wir haben jetzt eine Mischung aus Live-Einspielungen und Video-Einspielungen. Und der erste neue Partner, den wir begrüßen, und ich freue mich sehr, dass wir die Jugendpresse in Rheinland-Pfalz haben gewinnen können, der präsentiert sich jetzt in einem Video-Einspieler. Die Jugendpresse Rheinland-Pfalz ist der Landesverband für junge Medienmachende. Wir geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich in der Medienwelt zu orientieren und sich mit anderen darüber auszutauschen. Bei unserem Magazinprojekt Wirklich Wahr werdet ihr zu jungen RedakteurInnen, bei Workshops erhaltet ihr praktischen Input und bei den Jugendmedientalks kommt ihr mit Medienschaffenden aus der Branche ins Gespräch. In der Woche der Medienkompetenz bringen wir dich digital mit Gesichtern der Medienwelt zusammen, denen du die Fragen stellen kannst, die dich interessieren. Also sei dabei, wir freuen uns auf dich. Und nicht nur in der Woche der Medienkompetenz, sondern ganz allgemein sind wir dein Jugendverband für Medien. Die Jugendpresse Rheinland-Pfalz. Und ich freue mich sehr, begrüßen zu können den Präsidenten des Landeskriminalamtes, Herrn Johannes Kunz. Lieber Herr Kunz, das ist eine schöne Überraschung, dass auch das Landeskriminalamt mitmachen will. Aber ich glaube, die Frage, mit der Sie gerechnet haben, ist die, die ich Ihnen jetzt stellen möchte. Was macht denn das Landeskriminalamt in der Woche der Medienkompetenz? Ja, sehr geehrte Frau Dr. Hobisch, sehr geehrter Herr Eulmann, wir beschäftigen uns mit den Schattenseiten des Medienkonsums, so würde ich es bezeichnen, und sind insoweit froh, dass wir die Woche der Medienkompetenz nutzen können für kriminalpräventive Botschaften, so würde ich es formulieren. Der von uns angebotene Baustein weicht insoweit tatsächlich von anderen Themen und Inhalten der Medienwoche ein wenig ab, aber Sie haben eben selbst gesagt, wir wollen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Und wir nehmen jetzt mal die polizeiliche Perspektive ein, die im Grunde genommen eher negative Auswüchse des Medienkonsums und der Verbreitung von Medien in den Fokus nimmt. Und im Kern geht es uns um Fragestellungen rund um die Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer oder jugendpornografischer Inhalte im Netz. Landläufig wird man vielleicht dieses Phänomen eher der organisierten Kriminalität oder gefährlichen Triebtätern zuordnen.
Das ist allerdings nicht ja, die vollständige Wahrheit, denn in der polizeilichen Praxis stellen wir zunehmend häufiger die Veröffentlichung und das Posten derartiger Inhalte in Form von Bildern und Videos in Chatgruppen von Kindern und Jugendlichen fest. Um es auf den Punkt zu bringen, die Hälfte aller Tatverdächtigen, die wegen Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte polizeilich auffallen, ist unter 21 Jahre alt. Und bei den jugendpornografischen Inhalten macht ihr Anteil sogar an die 70% aus. Häufig, und das ist jetzt der Ansatzpunkt unserer Bemühungen, häufig fehlt es den kindlichen und jugendlichen Akteuren an Unterrichtung. Selten sich gruppendynamische Prozesse zu derartigen Entgleisungen hoch, die dann für die Betroffenen, für die Beteiligten in Strafanzeigen, Ermittlungsverfahren, verantwortlichen Vernehmungen und manchmal sogar in Durchsuchungs- und Beschlagnahmenmaßnahmen enden. Wir wollen derartigen Straftaten vorbeugen. Wir sehen Eltern, Lehrerinnen und Lehrer auch in diesem Kontext als wichtige Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen. Sie können dazu beitragen, das Unrechtsbewusstsein zu schärfen und auf einen verantwortungsvollen Umgang mit derartigen kritischen Inhalten des Internets und der sozialen Netzwerke hinzuwirken. Ebenso wollen wir vermitteln, und dieser Aspekt ist mir persönlich auch besonders wichtig, dass hinter jedem Einzelfall, der gepostet wird, auch ein kindliches oder ein jugendliches Opfer steckt, das in der Regel erhebliche physische und nahezu immer psychische Schäden davonträgt. Wir bieten im Rahmen der Woche der Medienkompetenz verschiedene Online-Seminare an, die für das Thema sensibilisieren und Impulse für den verantwortungsvollen Umgang mit Medien setzen wollen. Dazu stellen wir in digitaler, aber auch in schriftlicher Form Informationsangebote aus dem Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes als Baustein zur Verfügung, die von Multiplikatoren bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Ich nenne mal zwei Titel von Videoformaten, die wir anbieten. Die sind mehr oder weniger selbstredend für das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Ein Format heißt Sounds Wrong und das zweite Format heißt Denken statt Senden. Wir jedenfalls freuen uns, mit derartigen Botschaften bei der Woche der Medienkompetenz vertreten zu sein. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kunz, ganz herzlichen Dank für auch diesen Beitrag. Und es ist genauso, wie Sie beschrieben haben. Wir müssen uns sagen, wenn wir über Medienkompetenz sprechen, eben auch nicht nur über positive Fähigkeiten austauschen, sondern es geht auch darum, dass wir vor allem Kinder und Jugendliche schützen, schützen vor Missbrauch. Wir kennen die Phänomene von Mobbing und Grooming, die sich im Netz abfinden. Aber natürlich ist gerade das Phänomen Mobbing und Anstacheln und Mutproben Dinge, die dann tatsächlich auch eskalieren können und ohne, dass man es so richtig weiß, in strafrechtlich relevante Felder rutschen. Also ein ganz wichtiger Partner, das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, für die Woche der Medienkompetenz, im wahrsten Sinne des Wortes, eine wichtige Bereicherung unserer gemeinsamen Bemühungen. Und jetzt darf ich einen weiteren neuen Partner in unserer Runde begrüßen, auch hier per Videoeinspielung, die Stiftung Lesen mit Sabine Ühlein. Sie ist die Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen und wir sind interessiert zu sehen und zu hören, welchen Beitrag die Stiftung Lesen leisten kann. Hallo, mein Name ist Sabine Ühlein und ich bin Geschäftsführerin bei der Stiftung Lesen. Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche lesen können und dies auch gerne tun, egal ob sie es digital oder analog tun. Wir sind sehr gerne als Partner bei der Woche der Medienkompetenz mit verschiedenen Workshops dabei, vor allem um zu zeigen, wie sehr sich digitale Medien für die Leseförderung eignen
und auch um zu zeigen, wie wichtig Lesen für eine souveräne digitale Mediennutzung ist. Auch sehr gespannt bin ich, was das Bildungswerk des Sportbundes, lieber Herr Fusaro, Sie sind der Geschäftsführer des Bildungswerkes, beitragen möchte. Ich darf Sie zunächst im Namen der alten Partnerinnen und Partner auch herzlich willkommen heißen. Und wir sind sehr neugierig, was Sie uns präsentieren. Vielen Dank, Herr Eumann, Frau Ministerin. Ich freue mich erstmal, mach mal aus meiner Gefühlswelt jetzt keine Mördergrube. Ich freue mich, dass ich in einer Runde von Kinofreunden mich hier befinden darf. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich persönlich sehnlichst, also herbeisehe. Man kann es eigentlich gar nicht doppelt ausdrücken. Und gleichzeitig muss ich feststellen, dass man, auch wenn man nur Beteiligter ist, seit einem guten Jahr regelmäßig das Gefühl hat, hoffentlich bleibt die Internetverbindung stabil, hoffentlich wird Bild und Ton ordentlich übertragen. Und dieses Adrenalin, was man ansonsten eigentlich wahrscheinlich nie so gespürt hat, wird jetzt auch in solchen Situationen deutlich. Vielleicht als neuer Partnerorganisation in dieser Runde vielleicht ein Satz zum Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Wir sind seit 41 Jahren staatlich anerkannt in Trägerschaft des Landessportbundes. Man merkt, mir fällt das etwas leichter, diese Kombination über die Lippen zu bringen. Wir erreichen im Jahr rund 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Altersgruppe über 16 Jahre, also in einer Erwachsenenbildungsorganisation. Und ich sage gerne, das Durchschnittsalter liegt allerdings bei über 46,5 Jahren. Ja, und damit ist auch so ein bisschen die Zielgruppe unserer Angebote in der Woche der Medienkompetenz schon so definiert. In der Erwachsenenbildung spricht man ja gerne von einer zweiten Chance. Und wir haben jetzt im Bereich der Medienkompetenz, im Bereich der Digitalisierung die Herausforderung, jemandem eine erste Chance zu geben, obwohl er schon ein deutlich größeres Alter hat. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit Medienkompetenz, mit Angeboten wie EDV für Menschen über 46,5. Das zieht sich so ein bisschen durch unser Programm. Blended Learning angeboten seit 2001. Wir durften 2018 den Stiftungspreis Südwest Medienkompetenz gewinnen im Rahmen des Weiterbildungspreises. Also wir sind da schon eine Weile unterwegs. Man kann sich fragen, warum wir letztes Jahr noch nicht dabei waren. Wahrscheinlich, weil wir im letzten Jahr pandemiebedingt innerhalb von eigentlich einer guten Woche nach Ausbrechen der Pandemie mit einem Live-Weiterbildungsprogramm gestartet sind, was wir seitdem werktäglich senden. Und in diesem Weiterbildungsprogramm werden wir auch in der Woche der Medienkompetenz unseren Schwerpunkt legen. Man kann das erreichen auf bildungswerk.live und natürlich zusätzlich auch auf der Projektwebseite. Dann haben wir im Angebot an unseren 6 Standorten in Rheinland-Pfalz natürlich sehr viele kostenfreie Mitmachangebote vor Ort in Präsenz, wenn die Pandemielage das erlaubt. Das muss man ja jeweils so ein bisschen betrachten. Und 2 Highlights können wir für die Woche noch benennen. Wir werden auf Exkursion sein in der Woche mit einer Gruppe von 20 Motorradfahrern im Allgäu und in den Alpen mit dem Schwerpunkt Kurventechnikverbesserung. Und wir werden live von dort im Prinzip den Einsatz von Videoanalyse, Nachbesprechung, all das rüber transportieren. Also mal das in einem ganz anderen Bereich vielleicht auch darzustellen, ist vielleicht auch für die Medien interessant. Und wir werden ein Kickoff haben für eine Weiterbildung zur Online-Kursleiterin, Kursleiter im Sportverein, weil wir gerade im Bereich von Bewegungsangebot natürlich andere Herausforderungen haben für Video- und Tontransport, als wir jetzt vielleicht in so einer Videokonferenz, wo wir statisch vor der Kamera sitzen, konzentrieren. Das werden unsere Schwerpunkte sein. Wunderbar. Plus natürlich unser Netzwerk zur Verfügung stellen, um auch die anderen Angebote der beteiligten Partner zu transportieren. Herr Fusaro, ganz herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt.
Vor allem glaube ich auch das Thema Übungsleiterinnen und Übungsleiter und Zukunft von ehrenamtlichen Sport ist etwas, was uns glaube ich allen sehr, sehr wichtig ist. Denn es gibt einen wirklich untrennbaren Zusammenhang zwischen Bewegung und Bildung. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in der Woche der Medienkompetenz dann unbedingt Platz finden muss. Und was wäre, meine Damen und Herren, liebe Partnerinnen und Partner, die Woche der Medienkompetenz ohne einen Medienpartner? Und schon im letzten Jahr bei der ersten Woche der Medienkompetenz hat der Regionalsender des Landes Rheinland-Pfalz, RPR1, umfassend über Aktivitäten berichtet. Und wir sind jetzt unglaublich froh, dass RPR1 Partner geworden ist, Medienpartner der Woche der Medienkompetenz. Und wir hören jetzt in einem Video den RPR1-Moderator John Segert. Wir sind sehr gespannt. Hallo zusammen, ich bin John Segert, Moderator und Podcast-Experte bei RPR1 und wir freuen uns sehr, in diesem Jahr Partner bei der Woche der Medienkompetenz zu sein. Wie auch in den Jahren zuvor möchten wir den Radionachwuchs in Rheinland-Pfalz schulen und fördern. Die Aktion An die Mikros fertig los spielt eine ganz große Rolle. Sie bringt das Thema Radio und Audio zu den jungen Menschen mit dem Ziel, einen eigenen Podcast zu kreieren. Kinder und Jugendliche erzählen darin in diesem Jahr natürlich sehr passend ihre Geschichten aus den viel zu langen Monaten mit Corona-Sorgen, Homeschooling und Einsamkeit. Wie hat sich ihr Leben verändert? Wie haben sie die neuen Herausforderungen meistern können? Und was haben sie dabei am meisten vermisst? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir dann nach der Woche der Medienkompetenz in unserem RPR1-Podcast. Wir freuen uns. Das Radio hat ja in der Pandemie gezeigt, was es für ein wichtiges Medium für uns alle ist. Das Radio hatte ja ein paar Fragezeichen mit Blick auf die Zukunft, aber gerade die letzten Monate haben gezeigt, schnelle Informationen, zuverlässige Informationen, das liefern uns Radioveranstalterinnen und Radioveranstalter und das liefert ganz besonders RPR1 in und für Rheinland-Pfalz. Und eigentlich auch ein selbstverständlicher Partner der Woche der Medienkompetenz ist das Landesbibliothekszentrum. Denn natürlich, so wie bei der Stiftung Lesen, gehört Lesen, gehört die Liebe zum Buch. Und ich glaube, Herr Fusaro, das wäre sozusagen der zweite rote Faden. Kino vermissen wir, aber wie gut, dass es das Buch gibt. Auch das hat uns in der Pandemie über viele Abende geholfen. Tatsächlich, ich bin, wenn ich das sagen darf, eine Leseratte, aber mein Lesepensum hat sich in den letzten Monaten auch nochmal erhöht, auch bei den griechischen Klassikern. Ich lese gerade zur Entspannung Notes from a Small Island von Bill Bryson, auch sozusagen nochmal in Reminiszenz an den Brexit, schon zum dritten Mal, glaube ich, aber immer wieder überraschend schön. Und sehr verehrte Frau Reiß, Sie leiten die Öffentlichkeitsarbeit beim Landesbibliothekszentrum und Sie haben schon gemerkt, das weiß ich aber auch von Ministerin Hubig, mit der ich mich sogar über Bücher austausche, denn wir haben beide auch eine Leidenschaft für, darf ich das sagen, liebe Frau Ministerin, sehr schön geschriebene Kriminalromane. Und auch das gehört zum Ausspannen dazu. Also Frau Reiß, eigentlich ein Heimspiel bei der Woche der Medienkompetenz. Was dürfen wir von Ihnen erwarten? Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und freue mich sehr, das Landesbibliothekszentrum heute vertreten und sagen zu können, wir freuen uns wirklich sehr, in diesem Jahr erstmals mit dabei zu sein. Wie Sie es schon angedeutet haben, als Bibliothekseinrichtung liegt uns die Medienkompetenz sehr am Herzen. Wir haben mit analogen und digitalen Medien in den Bibliotheken schließlich tagtäglich zu tun. Und wir bieten Teilhabe an Medienangeboten für breite Bevölkerungsschichten, zum Beispiel auch für das lebenslange Lernen. Insbesondere in Zeiten von Fake News und immer neuen Medienformaten ist Medienkompetenz wichtig, um Medien und ihre Inhalte sachkundig und auch kritisch nutzen zu können. Daher stehen Leseförderung und Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz gleichermaßen auf unserer Agenda.
Hier können wir als Landesbibliothekszentrum mit unseren Landesbibliotheken und der Landesbüchereistelle mit verschiedenen Angeboten unterstützen. Ich will das mal ein bisschen skizzieren, um das etwas lebhafter zu gestalten. Zum Beispiel mit Leseförderaktionen wie dem Lesesommer oder Makerspace-Angeboten, die wir in Zusammenarbeit mit öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz anbieten und bei denen Kinder lernen können, wie man zum Beispiel einen Roboter programmiert oder kurze Filme dreht. Auch das kann man in Bibliotheken lernen. Fake News erkennen und im Internet schlau recherchieren können, über das hinaus, was Google uns anbietet. Das vermitteln wir zum Beispiel auch in unseren Schulungen in den Landesbibliotheken. Ganz konkret für die Woche der Medienkompetenz in diesem Jahr haben wir folgende Online-Veranstaltungen geplant. Die Vorstellung des Angebots der Onleihe Rheinland-Pfalz, also E-Books, E-Magazins, Hörbücher und Co. online ausleihen, und zwar rund um die Uhr, wie erklären, wie es geht. Wenn Sie sich für historische Bücher und Dokumente interessieren, könnte unsere Veranstaltung zum Portal Dilibri etwas für Sie sein. Hier erfahren Sie, welche wertvollen landeskundlichen Schätze online aufrufbar sind, die in den Bibliotheken als kulturelles Erbe bewahrt werden. Also Sie sehen, eine relativ bunte Mischung. Außerdem beteiligen wir uns auch mit einem Seminar zum Thema Medienbildung für Bibliotheken in Kooperation mit unserem Partner Medien plus Bildung.com. Diese Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der Woche der Medienkompetenz sowie des Landesbibliothekszentrums. Wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeiklicken und mit dabei wären. Und ja, freuen uns wirklich, mit dabei zu sein und bedanken uns dafür, Partner sein zu können. Wunderbar. Wir bedanken uns auch und wir freuen uns auch, liebe Frau Reis. Und das war schon eigentlich die Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich insbesondere Frau Ministerin Hubich und Frau Dr. Pikowski. Wir wollen Ihnen jetzt einmal die neue Seite der Woche der Medienkompetenz vorstellen, www.wmk-rlp.de. Und wenn ich auf diese Seite scrolle, dann sehen Sie unser neues Logo. Diesmal haben wir den Ton Orange gewählt und etwas weiter runter gescrollt. Und das ist das wirklich Spannende. Sehen Sie die Aktionslandkarte und dahinter jedem dieser Hinweise ist jetzt schon eine spannende Idee. Natürlich all unserer Partner heute vom Landeskriminalamt, vom Pädagogischen Landesinstitut, die Schulkinowochen, Stiftung Lesen, Landesbibliothekszentrum, der SWR ist dabei, die Volkshochschulen sind dabei und selbstverständlich auch die offenen Kanäle, die auch in der Pandemie gezeigt haben, wie wichtig Information durchs Ehrenamt ist. Digitalbotschafter sind dabei, ClickSafe, Frau Reis hat M&B.com schon genannt, Alvivi und viele andere mehr. Und das Tolle in diesem Jahr ist, Sie können sich sozusagen über die Aktionslandkarte, wenn Sie auf die jeweilige Aktion klicken, eine Aktionsübersicht sich aufrufen. Hier sehen Sie das und direkt die Teilnahme organisieren. Bei der Schulkinowoche dann erst nach den Osterferien. Das hat Frau Dr. Pikowski ja gesagt, aber das ist zwar etwas, was wir gut erreichen können. Also ganz herzlichen Dank. Das ist die neue Möglichkeit unserer Webseite und Sie können sich darauf verlassen, es gibt ganz, ganz viele neue Angebote, jetzt schon 35. Die Verbraucherzentrale sind selbstverständlich auch dabei und wir freuen uns sehr, dass wir schon zum Start wieder eine bunte, vielfältige Landkarte Ihnen allen präsentieren können. Und jetzt kommen wir zum Schlussbild und ich bitte meine Partnerinnen und Partner, das einmal in die Kamera zu heben, was wir vorbereitet haben. Ich weiß noch genau, das sehen Sie auf den Seiten. Im letzten Jahr konnten wir uns noch auf dem Schulhof des Gymnasiums tatsächlich die Hände reichen über unsere Punkte. Diesmal machen wir es virtuell, aber ich verspreche Ihnen allen, wenn Sie mögen, wir holen das Händereichen unbedingt nach. Und darauf freue ich mich sehr. Das ist das Startsignal
für die Woche der Medienkompetenz 2021 mit 6 neuen Partnerinnen und Partnern, insgesamt 22 Partner, die zeigen, wie vielfältig, wie bunt, wie innovativ und wie stark das Medienland Rheinland-Pfalz ist und vor allem im Bereich Medienkompetenz. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die live dabei waren, die mit Einspieler diese Konferenz bereichert haben. Aber ich bedanke mich auch, und das darf ich am Ende sagen, bei Lasse Riegel und seinem Team, denn eine technische Panne gab es heute nicht. Und das ist auch immer etwas, was am Ende einer solchen Konferenz extrem beruhigend ist. Also bleiben Sie gesund. Wir sehen uns in der Woche der Medienkompetenz 2021. Herzlichen Dank.